Wir unterwerfen uns eurem Willen und rufen die Ketten von Kalkar. Sie vollziehen ein Ritual. Sie bereiten den Weg für einen dunklen Anker. Öffnet ihr das ins Reich des Vergessens. Es ist schlimmer, als wir dachten. Die Ebenenverschmelzung hat begonnen. Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines dädrischen Fürsten durchschauen? Er behauptet, er erfülle damit die Prophezeiung aus diesem erbärmlichen Schriftraum, die der eigene Erzfeind erfolgt. Öffne das Portal! Ich bin geduldig. Lass Monarch Baal nicht seinen Willen! Diese Welt wird eines Tages mein sein. Die Arbeit hier erledigt sich nicht von allein. Schaut, was das Meer ausgespuckt hat, Lambur. Könnte genau das sein, was wir brauchen. Möchtet ihr euch gerne leichtes Geld verdienen? Ja, könnte sein. Hört sich gut an. Ich plane einen Beutezug. Einen großen. Jeder, der mir dabei hilft, wird reich werden. Aber ich brauche Leute, die nicht von hier sind, die nicht auf der Gehaltsliste von Oberhaupt Bosek stehen. Immer noch interessiert? Ja, klar, bin ich. Was soll ich für euch tun? Für diese Arbeit braucht man besondere Talente. Wenn ihr mir beim Anwerben der Leute helft, die ich brauche, dann bekommt ihr auch einen Anteil von den Einnahmen. Oh, einverstanden, ich bin dabei. Also, was sagt ihr? Wen muss ich suchen? Wem bin ich auf der Spur? Die drei Leute, die ich brauche, sind Lerissa die Gerissene, Jakan und Neramo. Alle drei oder auch nur einer von ihnen würden mir reichen. Gut, erzählt mir doch dann von Jakan zuerst. Er ist ein Dieb, aber nicht irgendeiner, sondern der Beste, den es gibt. Er wäre eine große Hilfe bei dem Beutezug, den ich geplant habe. Das Problem ist nur, dass er Bosek bestohlen hat. Keiner bestiehlt Bosek. Also wurde er ins Grab unter Boseks Palast geworfen. Der zweite ist Neramo. Erzählt mir doch mehr über ihn. Neramo ist für einen Altmer schon recht nett. Solange es einem gelingt, über seine Obsession mit den Dwemer hinwegzusehen. Die Sache ist nur die, dass die Relikte, die er manchmal in Dwemer-Ruinen findet, sehr nützlich sein können. Er könnte genau das Gerät haben, das wir für unseren Beutezug brauchen. Und Lerissa ist die dritte. Erzählt mir doch etwas über Lerissa, die Gerissene. Sie ist eine alte Freundin und Kapitän auf der Jungfernhauch. Noch dazu ist sie eine Meisterin der Tarnung. Das kann uns noch nützen. Die Seedrachen haben ihre Spielereien am Leuchtturm benutzt, um ihr Schiff in der Nähe von Heilighafen auf Grund laufen zu lassen. Rettet sie, und sie wird sich uns vielleicht anschließen. Gut, ich werde nach Lerissa suchen. Wie finde ich sie? Ihr werdet sie nicht entdecken. Sie bleibt immer gut versteckt. Die beste Idee ist wahrscheinlich, nach ihrem Affen Heuler zu suchen. Sie sind nie weit voneinander getrennt. Findet diesen Affen und ihr werdet auch Lerissa finden. Ein Affe namens Heuler. Gut. Wer hat das Sagen hier auf Stross Mekai? Bosek der Blutige. Oder Oberhaupt Bosek, wie er sich heutzutage nennt. Er hat vor Jahren den Palast übernommen. Er hat den alten Herrscher einfach umgebracht und seinen Platz eingenommen. Stellt sich ihm denn irgendwer entgegen? Kapitän Helani. Aber sie ist noch schlimmer als Bosek. Ihre Seedrachen haben das Sagen in Heilighafen südlich von hier. Die größte Mörderbande auf allen Meeren. Bosek und Helane dulden einander. Keiner von beiden ist bereit für einen Krieg. Noch nicht. Andere Frage. Wo bekomme ich hier etwas zu trinken? Die kreischende Meerjungfrau ist gleich die Straße hoch. Und da gibt es immer guten Rum. Haltet nur eure Geldbörse gut fest. Sonst seid ihr am Ende des Tages bettelarm. Ah ja, so ist das. Auf wen sollte ich denn da achten? Auf Boseks Schläger, die Blutfäuste. Kommt ihr einem in die Quere, kommt ihr allen in die Quere.
Und dann spießt Bosek euren Kopf schneller auf einen Pfahl, als ihr bitte spießt meinen Kopf nicht auf einen Pfahl sagen könnt. Und wenn ihr nach Heilighafen kommt, dann weiden euch die Seedrachen aus. Wo ist denn der Rest eurer Mannschaft? Diese Verräter sind desertiert. Wisst ihr, an den Galeonen der Bretonen kann man sich ein Vermögen verdienen. Die Sache ist nur die, dass König Faharajat uns dazu aufgerufen hat, die Überfälle auf die Bretonen einzustellen, weil wir jetzt ja alle zum Dolchsturzbündnis gehören. Als loyale Rotwardonin habe ich ihm natürlich gehorcht. Wer ist König Faharajat? Herrscher der Rotwardonen. Jetzt König untergleichen im Dolchsturzbündnis. König Faharajat hätte uns die Schiffe unserer Feinde und nicht unserer Verbündeten überfallen lassen. Darin liegt Weisheit. Hat eure Mannschaft dem widersprochen? Wenn eine andere Meinung auch einen Mordanschlag mit einschließt, dann könnte man das wohl so ausdrücken. Ein Haufen verdammter Meuterer. Lambur, ich und ein paar andere haben sie vom Schiff gejagt, aber es hat eben die Runde gemacht. Niemand hier will mit einem Kapitän in See stechen, der keine Bretonen überfallen will. Nun ja, mit jemandem wie euch habe ich ganz und gar nicht gerechnet. Reden wir. Was führt euch in diese Müllhalde? Ich habe euch gesucht, aber wie habt ihr das gemacht? Mich an euch anschleichen? Das ist nun mal meine Art. Heuler zieht alle Aufmerksamkeit auf sich und ich übernehme das Anschleichen. Und jetzt beantwortet meine Frage. Was wollt ihr hier? Ich habe nach euch gesucht, weil Kapitän Kaleen eure Hilfe braucht. Sie hat einen großen Beutezug geplant. Wollt ihr mitmachen? Mein Schiff mag nur noch ein Haufen Treibholz sein, aber meine Mannschaft lebt noch. Und Kapitän Helane hat sie in ihrer Gewalt. Ohne sie gehe ich nicht. Helft mir, meine Mannschaft zu retten, und ich werde euch bei Kaleens großem Beutezug helfen. Einverstanden, ich helfe euch. Wir werden sie gemeinsam retten. So schnell hätte ich nicht mit Hilfe gerechnet. Erinnert mich daran, Kaleen zu danken, wenn wir hier fertig sind. Nun gut, wie lautet euer Plan? Wir werden meine Mannschaften als Seedrachen verkleiden. Nehmt diese Kleider. Sucht nach einem korpulenten Bretonen, einem griesgrämigen Rotwardonen und einem großen Ork. Die Drachen halten sie in den großen Gebäuden gefangen. Trefft mich bei Helanes Schiff, sobald sie befreit sind. Was ist, wenn ich eine Verkleidung brauche? Sucht in den Wäschekörben nach passender Kleidung oder tötet einen Seedrachen und nehmt ihm seine ab. Zieht sie euch über, um nicht weiter aufzufallen. Oh, aber achtet auf die Seedrachen mit den Fackeln, die sind nicht betrunken. Wenn ihr zu nah an sie herankommt, entdecken sie euch und alarmieren die anderen. Gut, ich verstehe. Fangen wir an. Denkt daran, ihr findet Kleidung in Wäschekörben oder an toten Seedrachen. Oh, und lasst euch nicht töten. Ihr wollt mich töten? Dann bringt das hinter euch. Nein, Larissa hat mich geschickt. Nehmt diese Verkleidung und schleicht euch raus. Ha, noch einer von Helanis Tricks. Mich erst freilassen, um mich dann zu jagen und beinahe tot zu prügeln. Nun, ich werde das Risiko eingehen und versuchen, nach Hundingshafen zu flüchten. Wollen wir mal sehen, wie weit ich komme. Ach was, ich verprügle euch nicht. Das ist kein Trick. Lasst mich euch losbinden. Ich gebe euch einen Rat. Geratet nicht in ihre Gefangenschaft. Wenn ihr nicht fliehen könnt, solltet ihr den Tod im Kampf suchen. Verreckt, Seedrache! Ich spucke auf euer Grab. Beruhigt euch. Ich bin kein Seedrache. Larissa hat mich geschickt. Ich habe hier eine Verkleidung für euch, die ihr für die Flucht verwenden könnt. Ich wusste, dass sie mich hier nicht verrotten lässt. Schnell, bindet mich los. Die Seedrachen haben die letzten Stunden damit verbracht, mir die Finger zu brechen. Ich kann zwar kein Schwert führen, aber wenigstens kann ich auf meinem Weg hier raus noch ein paar von ihnen erwürgen.
Dann haltet still, lasst mich euch losbinden. Diese Seedrachen sind eine Schande für die Piratenzunft. Tötet jeden einzelnen von ihnen, der euch begegnet. Bitte, schlagt mich nicht nochmal! Hab ich doch gar nicht. Ich bin kein Seedrache. Larissa hat mich geschickt. Nehmt diese Verkleidung und verschwindet von hier. Den Acht sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier drin sterben. Helane kam vor einer kleinen Weile hier vorbei, hat mir gesagt, ich soll mich schon mal darauf freuen, wie mir öffentlich die Haut abgezogen wird. Dann hat sie mich grün und blau geprügelt und dabei die ganze Zeit gelacht. Was für eine eiskalte Hexe. Aber echt grausames Weib. Lasst mich euch von diesen Fesseln befreien. Haltet euch von Helane fern. Sie ist ein Monster. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe alle außer Krenat, Herdon und Mekak befreit. Hattet ihr Glück? Ja, könnte man so sagen. Ich habe alle drei gefunden. Sie sind in Sicherheit. Dann sind wir ja fast fertig. Außer meinem ersten Maat Deregor sind alle raus. Sie halten ihn im Bauch von Helanes Schiff gefangen. Ihr findet die Schlüssel unter Deck. Sucht im hinteren Teil nach Deregor. Was macht ihr so lange, während ich Deregor rette? Ich werde Helane in ihrer Kajüte aufsuchen, um mich für die Gastfreundschaft zu bedanken, die sie meiner Mannschaft hat angedeihen lassen. Kommt hoch, sobald ihr Deregor freigelassen habt. Ihr solltet ihr wirklich auch mal guten Tag sagen. Wie habt ihr denn den Schlüssel zu Helanes Kajüte bekommen? Ihr Kajütenmädchen hatte einen Schlüssel. Ein kleines Bossmeermädel, das kaum Fleisch auf den Rippen hatte. Ich glaube, Helane hat sie ausgehungert. Sie ist jetzt auf dem Weg nach Hundingshafen und ich habe einen Schlüssel mehr. Wie habt ihr es denn geschafft, wie ein Faun auszusehen? Das ist ein guter Trick. Habe ich mich wirklich als Faun verkleidet? Oder habt ihr nur einen Faun gesehen, weil ihr nicht genau genug hingeschaut habt? Von mir erfahrt ihr nichts, Miststück. Was habt ihr mit Kapitän Larissa gemacht? Nichts. Eigentlich hat Larissa mich zu euch geschickt, um euch zu retten. Ja? Ha! Ich wusste, dass sie davongekommen ist. Helani sagte zwar, sie hätte sie Kiel holen und erschlagen lassen, aber ich wusste es besser. Man nennt meinen Kapitän nicht umsonst die Gerissene. Befreit mich aus diesen Fesseln und dann hauen wir hier ab. Hört auf zu zappeln. Haltet still. Kapitän Larissa lässt niemanden zurück. Sorgt dafür, dass sie wohlbehalten ist. Moment. Ihr seid nicht mein... Was habt ihr... Habt ihr mich vergiftet? Ach du meine Güte, Kapitän. Alles okay? Ich zerlege euch wie eine Mastsau. Schneide euch eure Augen raus. Brate euch. Wie ihr es mit meiner Mannschaft getan habt? Nein, das wird nicht nochmal passieren. Och, sie ist hingefallen. Meine Güte, das war toll. Oh, was habt ihr ihr angetan? Ich? War ich das etwa? Ihr ausgehungertes kleines Kajütenmädchen könnte ihr vielleicht das Getränk vergiftet haben. Wer weiß das schon? Hat es Deregor rausgeschafft? Ja, er ist frei. Ich mache mich lieber auf den Weg. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie sich am Strand versammeln soll. Ich werde mich vergewissern, dass es alle rausgeschafft haben. Trefft mich dort und wir klären dann alles.
Mit welchem Gift habt ihr sie vergiftet? Oh, das war Yarin-Wurzel. Ein sehr übles Gift hier aus der Gegend. Es wird sie nicht töten, also nicht sofort. Es fängt damit an, zuerst nur ihre Magenwände aufzulösen und greift dann weiter um sich. Heißt das, ihr lasst Helane hier unter Qualen sterben? Ich würde gerne hierbleiben und dabei zuschauen, aber ich habe leider keine Zeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr hierbleiben. Eigentlich ist es ihr eigenes Gift, für Sklaven, die nicht gehorchen wollen. Es gibt ein Gegenmittel in ihrer Kommode, falls ihr ein zu weiches Herz habt. Was würdet ihr denn tun, wenn ich Helane das Gegenmittel geben würde? Ich wäre wohl etwas enttäuscht, aber das überlasse ich euch. Trefft mich am Strand, sobald ihr hier fertig seid, und wir klären alles. Aber passt auf eure Stiefel auf. Sie wird bald mit dem Spucken anfangen. Meine Mannschaft ist in Sicherheit und wurde nur ein klein wenig gefoltert. Wenn das mal kein Erfolg ist. Kapitän Helane ist tot. Viele Kapitäne, die auf dem Meer hier in der Gegend segeln, werden sich über diese Neuigkeit freuen. Sprechen wir über Gefallen. Ich schulde euch einen großen. Dann helft mir und Kapitän Kalin, das große Ding durchzuziehen. Seid ihr dabei? Für meinen Geschmack ist sie etwas zu besessen vom alten Faharajad. Aber ich mag ihren Stil. Da ich ja ein neues Schiff brauche, sollte das Gold noch nützlich werden. Ich bin dabei. Ich kann das, was ihr für uns getan habt, nicht unbelohnt lassen. Wir sehen uns in der Stadt.